So, ja, liebe Leute, ihr seht richtig, es geht endlich weiter mit unserer Koop-Zweispieler-Karriere mit mir und dem Sukramados. Schön, dass du auch mit dabei bist und dass wir die Zeit wieder gefunden haben. Ja. Und heute sind wir zu Gast in Jeddah, in Saudi-Arabien. Und das kann was werden. Auf einer Kotzstrecke, ja. Ja, Stadtkurs und so, nee. Ja, schauen wir mal, was das gibt. Aber was mir aufgefallen ist, kannst du kein trockenes Setup mehr machen? Hast du nur einheitliche Setups? Du kannst im Zeitfahren zumindest kein Nass mehr üben. Okay, weil ich habe ein trockenes Setup drin. Ist eigentlich egal. Ich fahr auch mal Regen. Ich bin gestern auch mit trockenem Setup gefahren. So, wir haben immer am Ende. Abteilungsevent, warte mal, da ist irgendwas. Nee, du bist beschäftigt. Ich kann nur auf dich warten gerade jetzt. Ja, ich drücke schon hier, dass es weitergeht, aber. Ja, jetzt kann ich nämlich erst. So, Rennwochenende. Na denn, geh mal rein. Ich hasse Jeddah schon so und dann auch noch mit meinen Einstellungen jetzt. Ja, schauen, was da mal rauskommt. Ich muss euch das wahrscheinlich eh alles ein bisschen zusammenschneiden. Ich glaube, dass wir locker über die halbe Stunde kommen werden. Letztes Rennen war ja sehr unglücklich für mich, ne? Ja, für mich war es halt absolute Katastrophe. Aber es bleibt. Warte mal, bleibt es trocken? Hab ich das richtig gesehen? Ja, wir sind in Saudi-Arabien. Also, wenn es da regnet, da müsste schon wirklich. Ey, ich habe schon Bahrain unten eine Session, glaube ich, im Regen gefahren. Ja, aber es bleibt trocken tatsächlich. Nee, nicht Bahrain, Abu Dhabi hast du das manchmal. Wir hatten das auch schon in 24-Stunden-Events. Ich hab's wirklich. Abu Dhabi-Regen. Ich hab's in Bahrain tatsächlich sogar schon gehabt. Irgendeine Quali war es, glaube ich, mal, die verregnet war. So, gut. Gehen wir mal rein in die nächste Session. Schnelles Training mache ich jetzt nicht. Wir gehen auf die Strecke. Oh, das kann ja was. Wir machen ja eh nicht komplettes Training. Ne? Wir machen immer ein Programm. Ja, ja. Und dann noch bei Tag die erste Session. Oh Gott. Ja, das Rennen ist. Das dritte Training ist erst nachts. Ich glaube, das Quali ist dann wieder Tag und das Rennen ist dann, glaube ich, Nacht. Nicht Quali, wenn, dann ist es, glaube ich, am Abend. Das Quali, glaube ich. Oh, so, okay, ich kann schon mal. Ich muss erst mal warten. Hi. Fehler an der Bremsanlage, Reparaturzeit 2 Minuten 20. Ah, geil. Nee, da freue ich mich. So, warte mal. Das kann nur Autoeinstellung. Warte mal. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen reinfinden. So. Saudi-Arabien, da ist es doch. Da fällt mir ein, ich habe einen Jeddah-Setup. Ja, ich auch. Normalerweise kümmere ich mich da mal. Das hatte ich mir, glaube ich, mal, wo ich wusste, dass wir nächstes Mal Jeddah fahren, habe ich mir noch eins rausgesucht. Gut. Zip. Das ist sogar noch ein Setup von vor dem Zeitfahr-Vibe. Ja, es gab doch zwischenzeitlich ein Update bei F1.23, wo die Zeitfahrzeiten resettet wurden, weil Leute wieder beschissen haben, weil es wieder irgendein Bug-Using gab für Zeiten bescheißen. Ja, die werden doch alle, machen die doch alle, die ganzen Oberpros, die haben dann. Irgendwas mit, du musstest irgendwie Replay drücken oder so eine Scheiße und dann konntest du irgendwie, keine Ahnung, abkürzen oder so ein Scheiß, ich weiß es nicht, irgendwas war da mal. So scheint es zumindest in Patch Notes drin. Die Strecke ist aktuell noch. So, ich fahr mal raus auf Reifenstrategie. Mach das, ich muss noch eine Minute warten. Wir fahren übrigens auf KI-Stärke. Was? Fernando Alonso ist schon draußen. Okay. Aber ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Wir fahren auf KI-Stärke, was? 75. Ja. Das wollte ich eigentlich kurz anmerken. Ich kenne die Strecke tatsächlich mal von unserer GTA-Session. Wir hatten das mal bei GTA 5, hatten wir die Strecke mal nachgebaut. Ich glaube, da hatte ich so, oder jemand hat so nachgebaut, wir sind sie gefahren. Da habe ich sogar gewonnen, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich bin auch mal gespannt, wie die Zeiten jetzt sind, weil es gab ja auch zwischenzeitlich auch noch ein anderes Update, wo die Fahrer, wo die Werte wieder geupdatet wurden, weil wir doch letztes Mal, weißt du noch, da hatten wir doch irgendwie Logan Sargent oder so auf Pole oder wer war das? Naja, irgendwie sowas. Das ist aber bei Breaking Point genauso, da hast du teilweise Sargent auf
5, 6 oder so rumfahren. Das passt dann alles hinten und vorne nicht an. Ich glaube, wir hatten jetzt, glaube ich, Sainz und... Was gar nicht mehr, der zweite war auch irgendein Topfahrer, Perez, glaube ich, auf 12 und 13 oder 13 und 14. So, ich kann jetzt auch raus. Ja. Also das wird heute hoffentlich weniger gequatscht werden, weil Konzentration und so, gerade bei der Strecke hier. Jo. Ja, es geht. Ich hab's, es ist nicht so schlimm tatsächlich. Aber Punkte brauche ich, glaube ich, heute nicht erwarten. Mal schauen. So, dann gehen wir mal auf die Runde. Die Runde ist aber relativ kurz. Ah, verdammt. Flügel weg. Bisschen in die Curbs gerutscht. In die Bande gerutscht. Ich weiß nicht warum. Einfach das Auto nach rechts und dann Flügel weggehauen. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir gezockt haben, da war es so ekelhaft warm auch noch. Normalerweise bin ich so jemand, ich muss dann nach diesem Rennen duschen gehen. Ne? Nochmal. Musst du nächste Woche eigentlich wieder arbeiten? Ja. Spätschicht hoffentlich? Früh. Früh, ja, okay. Also hätte ich gesagt, da können wir vielleicht jetzt nach dem nochmal treffen. Wie gesagt, ich fliege jetzt in 3 Wochen in Urlaub oder 2,5 Wochen Urlaub und würde gerne ein bisschen was vorbereiten. Aber dann ist es so. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, wann wir das noch mal, wenn wir das noch mal ein Rennen machen. Ja, wir wollten uns ja schon mal treffen. Das war das Problem halt, dass meine Technik nicht lief. Da hatte ich Probleme im Internet. Und dann konnten wir nicht aufnehmen zusammen. So, ich muss noch mal ansetzen. Wie gesagt, Flügel weg.
So. Die Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Klar. Jetzt muss ich keinen Moment warten, weil Flügel, wie gesagt, da ist ein Flügelwechsel. Ich bin knapp dran an Nico Hülkenberg, aber der fährt hart. Was mir ein bisschen wehtat, war diese Chancenlosigkeit in Australien bei mir, dass ich nicht wirklich mitkam mit dem Feld. War rein, meinst du? Ja, meine ich aber rein. Gut, der Fehler am Ende, der Dreher. So, jetzt darf ich wieder auf die Strecke. Probieren wir es nochmal. Na dann. Alles fertig. Mechaniker bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. Hast du Breaking Point eigentlich schon gespielt? Angespielt ein bisschen, ja. Okay. Wie weit bist du? Noch nicht weit. Na, es sind 17 Kapitel am Ende. Kev? Hä? Hattest du nicht vorhin noch selber gesagt, weniger reden wegen Konzentration und so? Entschuldigung, ja, jetzt gerade geht's noch. Ich bin auf der Einführungsrunde. Ja, aber okay. Ich fahr aber auch. Alles gut. So, probieren wir's. Nein.
Welches Trainingsprogramm fährst du? Rennen. Ich fahre mal dasselbe. Das gelb. Schon zieh gerade. Ja, ich habe abgestellt. Ich krieg das Scheiß-Trainingsprogramm gerade nicht hin. Mann, ich war doch nur dran an den Curbs. Bin doch nicht mal drüber gefahren. Direkt ungültig. So krieg ich das Trainingsprogramm nie hin. Das ist meine Seele durch. Ups, das war ein bisschen sehr. Ich kann die abbrechen. So ein Fick. Boah, Ocon. Bei Ocon musst du mal aufpassen, bei dem weißt du nie, was der macht, was der gerade vorhat. Da habe ich schon mehrere Situationen gehabt. Das ist wie im echten Leben. Komm, fahr vorbei oder lass es, ey. Schon wieder genug Ressourcenpunkte. Ich muss auch immer gucken, dass ich mal ein bisschen was Ressourcenpunkte einbaue. Ich habe 2.500. Ein bisschen was entwickeln kann. Vielleicht mal einen Schritt nach vorne komme. Viel wird am Anfang eh über die Ressourcenpunkte entwickelt. Wenn du dann irgendwann einen Motor hast, vernünftige Teile hast, dann kommst du auch nach vorne. Das war am Anfang meiner Karriere immer so, dass ich am Anfang immer meine Probleme hatte und am Ende bist du dann richtig weggefahren die ganze Zeit. So, wir fahren jetzt mal Qualifying Tempo. Mache ich auch, weil Reifenmanagement brauche ich gar nicht erst probieren. Das habe ich. Ah, du hast Rennstrategie eben gefahren. Ja, gut. Ich, ja. Das Reifenmanagement habe ich. Muss ich ja leider auch noch machen. Bei Reifenmanagement schaffe ich ohne ABS eh nicht. Klar, durch das Bremsen. Ja. Du hast ja, da muss ja echt ein Gefühl für die Bremse entwickeln. Mit dem Controller ist das extrem schwierig. Mit dem Lenkrad ist es einfacher. Hast du nicht ein Lenkrad irgendwie zu Hause stehen noch? Ja. Oh. Und das war's schon. Alles in Ordnung? Das war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshall. Nee, das kommt davon, wenn man zu viel babbelt. Nee, ich habe nicht mitbekommen den Punkt, wann der genau mir das Auto übergibt. Und bin dann quasi geradeaus in die Wand. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Geil. Naja.
vor. Pass auf, du hast die Ferrari ziemlich nah bei dir. Leclerc ist es. Danke. Da denkt die KI Gott sei Dank mal mit und geht nicht stumpf auf der Ideallinie runter vom Gas. Gut, außer Ocon, der macht das. Der bleibt auf der Ideallinie und geht runter. Na, vorhin auch Hamilton direkt nach der Boxenausfahrt da. Mitten auf der Strecke macht er langsam und lässt mich vorbei. Ja, wenn das auf der, wenn das weg von der Ideallinie passiert, ist es kein Problem. Aber wie gesagt, die KI macht das auch, wenn du gelb gehst, wenn du vom Gas gehst, weil hinter dir noch ein Schneller kommt, es gibt gelb, geht die KI sowas von direkt vom Gas. Aber ja, es ist schon besser geworden. Sechsten Gang fährt sich die Passage übrigens total easy. Okay. Na gut, ich fahre Automatikschaltung, ne? Aber sechsten Gang anfahren ist schwierig. So, rausfahren. Und jetzt hoffentlich weiterkommen. Als eben. Ja, der Punkt kam so plötzlich auf einmal. Guck ich dir mal zu. Sicher, dass du das willst? Weil jetzt kommt der Punkt und den habe ich verpasst in dem Moment. Oh. Oh Gott, ey. Bei der Ecke hier darfst du auch nicht zu weit rauskommen, sonst hast du dir direkt die ungültige Runde bzw. eine Zeitstrafe an der Backe. Da wo es auch sehr schnell geht, ist dieser Sektor da am Anfang, diese links, rechts, rechts, links. Wenn du da bei der letzten links, wenn du da zu weit rauskommst, setzt du nicht noch auf diesen scheiß Körb auf, sondern hast auch noch Track Limits Verletzung. Das ist mir passiert, ja. Ich sag ja, ich komme nur leicht an die Körbs ran und dann macht das direkt das ungültig, die Runde. Aber so schlimm ist die Strecke gar nicht, muss ich sagen. Karrieremodus, ja, vielleicht, aber mit Schwitzern im Online-Liga-Rennen, ja. Ja, gut, stimmt schon. Ja, die hast du sowieso überall. Ja.
Wenn du hier Konsorten hast, die mit Lenkrad sehr gut umgehen können, dann bist du verloren. Naja. Weil das hier ist Lenkradstrecke. Sowieso. Weil die Kurven sehr schnell sind. Das meine ich genau, das ist es. Aber Runde lebt noch. Aber das war jetzt auch wieder so ein klassischer Fall von auf die Körper aufgesetzt. Deswegen ist der Zucker mit drin. Scheiße! Haben sich zwar gedreht, bin angeschlagen, aber es ist nichts am Auto. Hast du denn nicht reduzierten Schaden oder so? Ja, das kann sein, ja. Nee, ich glaube, wir hatten sogar alles komplett. Es war wirklich nur so ein leichtes Andutschen, also es war jetzt nichts Wildes. Aber ich hatte dieser schnellen Rechts-Links-Passage, hat mich schön erwischt, einfach. Da konnte ich nichts mehr machen. Aber wie gesagt, nichts am Auto dran, alles ist gut. Ich glaube, ich habe die Schäden nämlich auf normal gestellt, also auf realistisch gestellt. Wenn mir das besser gefällt.
Weil ich in die Box fahre, ist meine Rundenzeit ungültig. Why not? Da macht er den Raikön. Im letzten Moment, ja. You have a 5-second penalty. Forward! Ja, oder wie damals, ich weiß nicht, Hamilton ist ja nicht, hat er dich auch in Hockenheim da in dem Rennen abgekürzt? Da ist er doch auch übers Gras drüber, da hat nichts bekommen. Na, weil er im Regen ausgerutscht ist, hatte Flügelschaden und ist einfach über den Gras in die Box, ja. Und hat nichts bekommen, ja. Und bei Raikön, da war das, glaube ich, war das Mugello oder wo das war hier? Wo sie da beim Corona-Rennkalender in Mugello oder wo das war, da gefahren sind? Kann sein, ne? Weil ich kann mich an die Szene erinnern, ja. Raikön, das war doch so ein echter Typ. Der hat nicht viel geredet, aber der hat halt, manchmal haut er so Dinger raus. So. Ich find's immer noch geil, dass er Lotus Pleite gefahren hat. Hast du schon aufgegeben? Nein. Okay. Wieso willst du aufgeben oder was? Ich will nicht, ich fahre keine Runde jetzt heute, ne. Okay. Also jetzt bei dem Training. Ja, dann mache ich hier in dem Gelände. Ich will mich jetzt aufs Training konzentrieren. Ja. Aufs Qualifying meine ich. Jetzt kommen wir 2 Sekunden. Ja.